Teil 3 meiner Lesung aus Jutta Welles, Ich bin der Weg. Letztes Mal wurde es ja etwas emotional, weil ich über die geistigen Helfer gesprochen habe, die uns begleiten. Und ich habe dann gar nicht alles vorgelesen, was ich eigentlich aus dem Kapitel vorlesen wollte. Und setze das jetzt eben noch fort. Es geht also um diejenigen, die hier, mit denen wir uns eins fühlen sollen. Hier gehört nun auch, schreibt Jutta Welle, das tägliche Bedürfnis dazu, denen, die an deiner Seite wandeln, Aufmerksamkeit zu schenken. Man spricht zu dir durch äußere Zeichen, die du aufmerksam beobachten solltest. Man führt dich besser, wenn du intuitiv handelst. Dadurch kann sich eine Person besonders hervorheben, die nicht nur auf ihren Verstand hört, wie ich das letztes Mal in meinem letzten Video geschildert habe, sondern sich auf die feine geistige Stimme konzentriert, die aus ihrem Herzen kommt, welche sie immer dann hören kann, wenn sie hingebungsvoll lauscht. Diese Stimme, wenn du sie einmal erfasst hast, führt dich immer den richtigen Weg und lässt dich in allen entscheidenden Situationen die für dich richtige Entscheidung fällen. Es gibt nur noch den Wunsch in dir, das gute Gefühl, welches dich ausfüllt, zu leben und Vollkommenheit in ihrer schönsten Form ausdrücken zu wollen. Und ich habe immer, oder es gibt immer da verschiedene Meinungen, diese Stimme, diese feine, leise innere Stimme, die man hört, die kommt ja aus dem eigenen Herzen. Und man hört verschiedene Dinge. Ich schreibe jeden Morgen in meinem Tagebuch alles Mögliche auf, was mir durchs Herz geht und durch den Kopf. Und zum Schluss frage ich immer, was sagt ihr mir für heute, liebe Leute? Und manchmal kommt da nur ein Satz, manchmal kommt mehr. Und ich denke mir immer, naja, sind das jetzt wirklich andere Wesenheiten oder ist es einfach ein Anteil meines Bewusstseins? Verbinde ich mich im Grunde nur mit meinem größeren Selbst oder meinem höheren Selbst? Und letztlich ist es egal, denn wir sind ja sowieso alle eins. In einem meiner Lieblingsbücher, IT 101, das Handbuch zur planetaren Evolution, da wird ja auch gesagt, ganz zum Schluss kommt da ja diese Volkszählung. Und dann sagt eben der Galaktische Rat, naja, das Endergebnis steht sowieso schon fest, nämlich eins. Wir sind sowieso alle eins. Aber trotzdem, da wir ja jetzt so in so viele Wesenheiten scheinbar aufgespalten sind, dann führt man das halt durch, diese Zählung. Und im Grunde ist es mir auch egal, ob ich da jetzt wirklich andere Wesenheiten, die auch gerade nicht in der Einheit sind, sondern hier verkörpert sind oder als eigenständigen Wesenheiten mich begleiten, wahrnehme oder ob das Aspekte meines eigenen Bewusstseins sind, entscheidend ist die Wirkung. Denn wenn ich auf dieser Ebene bin und diese Stimme höre, das ist immer aufbauend und immer so, dass es mir hinterher besser geht. Und wenn ich in meinem Tagebuch dann anfange, Sachen aufzuschreiben, wo es immer schlimmer wird und ha und hu und ha, dann weiß ich, das ist nicht diese Stimme, sondern das sind andere Kräfte. Und auch alle diese Gefühle, die damit verbunden sind, von Verlassenheit, von Ohnmacht, von Wut und Groll und Trauer und Verzweiflung und Mangel und Existenzangst. Es ist wichtig, das nicht wegzudrängen und zu sagen, nein, das habe ich doch jetzt nicht mehr. Ich habe das auch immer wieder mal. Und ich weiß, wenn ich es habe, bin ich gerade nicht mir bewusst, wer ich eigentlich bin. Und habe ich mich gerade abgeschnitten vom Gewahrsein meiner Ganzheit und der Alleinheit sozusagen. Das heißt nicht, dass ich das nicht trotzdem habe und es auch abfließen lassen kann, aber ich kann es abfließen lassen in dem Bewusstsein, ja, das ist eben hier dieser Teil von mir, der sich hier mit Steuererklärungen und Bankauszügen und allem Möglichen rumschlägt und dahin durchgeht und dem es sehr schwer fällt, das immer in diesem Bewusstsein, wer ich eigentlich bin, zu tun.
Es ist eine Übungssache natürlich und ich glaube, dass es auch immer besser wird, oder das ist meine Wahrnehmung, dass es mir heute, wenn es mir schlecht geht, so richtig schlecht, immer noch besser geht als früher, wenn es mir gut ging. Also insgesamt hat sich das Niveau total gesteigert. Trotzdem gibt es auch Tage, wo ich mich einsam, traurig und abgeschnitten und sinnlos und was mache ich hier überhaupt und wer will denn diese Videos gucken, fühle. Und das ist auch in Ordnung. Gleichzeitig ist es gut, dann zu wissen, ja, ja, das ist dieser Teil von mir und der andere Teil ist auch da und mit dem kann ich mich verbinden. So viel für diesen Moment.